Das ist das Twitter-Profil von James. James kommt aus Neuseeland, er ist 24 Jahre alt und er liebt Katzen. Das sagt er zumindest, aber James ist überhaupt kein Mensch. Er ist ein Roboter, ein sogenannter Social Bot. Social Bots sind Computerprogramme, die Menschen in sozialen Netzwerken nachahmen. Und James ist das Forschungsprojekt einer amerikanischen Firma, die mit seiner Hilfe testen will, wie überzeugend simulierte Menschen auf echte Menschen wirken. Und das tun sie durchaus. Mittlerweile sogar so gut, dass sie unerkannt Meinungen beeinflussen können. Lutz Finger untersucht in sozialen Netzwerken, wie über Regierungen und internationale Organisationen diskutiert wird. Seit längerem beobachtet er dabei besorgt den wachsenden Einfluss der Social Bots. Bots sind ein Problem, weil sie so tun, als ob sie Menschen sind und sie natürlich damit unsere Kommunikation im täglichen Leben beeinflussen. Das heißt, soziale Medien, die von uns eigentlich gelobt wurden, weil sie so eine Art Demokratisierung sind, der Meinungsbildung, verlieren wieder an Wert, weil das demokratische System wird unterdrückt durch automatische Bots. Aus Selbstbeschreibungen und Profilbildern anderer Nutzer klauen sich Social Bots eine Scheinpersönlichkeit zusammen. Selbst Schlafphasen und Hobbys simulieren sie. So verbreiten einige Bots nur Katzenbilder, andere wiederum Nachrichten. Über Wochen und Monate bauen sie sich so eine künstliche Identität auf. Der Computerforscher und Sozialwissenschaftler Markus Strohmeier ist fasziniert von diesen Menschmaschinen. Die Schwierigkeit liegt natürlich darin, Bots so zu programmieren, dass der Eindruck menschlichen Verhaltens erweckt wird. Es ist zum Beispiel denkbar, dass Unternehmen Heerscharen von Bots einsetzen, um die Interaktion mit Marken und ihren potenziellen Kunden zu verstärken. Social Bots verhalten sich die meiste Zeit unauffällig und sind daher für die automatischen Botfilter nicht zu erkennen. Auf Knopfdruck jedoch werden sie zum Propagandainstrument. Studien haben ihren Einfluss wiederholt nachgewiesen. Im arabischen Frühling ebenso wie bei den Parlamentswahlen in Russland. Besonders früh erkannt haben die USA das manipulative Potenzial der Bots. In dem Augenblick, als die USA eine sogenannte Persona-Management-Software erzeugt hat, eine Software, die eigentlich eine Bot-Software ist, um Bots für Meinungssteuerung einzusetzen. Sie sagen hauptsächlich im arabischen oder nicht-englischen Bereich, gab es natürlich jede Menge Regierungen, die sich auch an uns gewendet haben und gesagt haben, können wir nicht sowas auch kriegen? In der Praxis kann das so aussehen. Auf Twitter macht sich Unmut breit. Die Regierung schickt ihre Bot-Armee los und versucht, die Stimmung zu drehen. Auch zur Profilspionage auf Facebook lassen sich Bots einsetzen. Denn wer leichtfertig Freundschaftsanfragen von Bots akzeptiert, gewährt diesen automatisch Zugriff auf private Informationen. Forscher der Universität von British Columbia gelangten in einem Social-Bot-Experiment so in Besitz von 250 GB vertraulicher Daten. Alan Turing hätten die Forscher jedoch nicht reingelegt. Der Mathematiker hat bereits vor 60 Jahren mit seinem Turing-Test eine Verhörmethode entwickelt, mit der man Computer von Menschen unterscheiden kann. Aber kein Unternehmen kann sich so viele menschliche Bot-Detektive leisten. Eine mögliche Lösung? Schon bei der Registrierung müssen Nutzer beweisen, dass sie Menschen sind. Wir haben zertifizierte Twitter-User, wir werden ziemlich sicher bald auch zertifizierte Facebook-User kriegen. Und diese ermöglichen uns zu sagen, wir glauben dieser Person oder wir wissen, dass diese Person eine echte Person ist. Das würde bedeuten, dass jeder erstmal beweisen müsste, dass er menschlich ist. Damit schaden Social Bots allen. Nutzer vertrauen sich untereinander immer weniger, weil sie nicht mehr sicher sein können, ob sie nicht doch gerade von einem Bot ausspioniert werden. Vielleicht von einem Bot mit dem Namen James, der 24 sein könnte und vielleicht Katzen mag.